Kreativität. Pramoton. Samalia. Bisalom. Afoshioshi. Kommunikatia. Igualidaji. Der unterschiedliche kulturelle Hintergrund unserer Schülerinnen trifft am Michaelia-Gymnasium auf eine Atmosphäre der Offenheit und des Respekts. Es ist uns wichtig, jeden einzelnen Schüler in seiner Individualität wahrzunehmen, gleichzeitig aber auch die Schüler zu einem toleranten, respektvollen Umgang miteinander anzuleiten. Das MGM ist eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Wir setzen uns für ein Klima der gegenseitigen Achtung und Anerkennung ein. Diskriminierung jeglicher Art hat bei uns keine Chance. Eine besondere Stärke der Schule ist das gute Schulklima, das von gegenseitigem Vertrauen und einem Gefühl der Zugehörigkeit geprägt ist. So nehmen über 600 Schüler an unseren Wahlkursen wie den Chören, der Akrobatikgruppe oder auch Lego Robotics teil. Außerdem wird unsere offene Ganztagesschule von fast 200 Schülern besucht. Wir sind hier super aufgenommen worden durch die Tutoren, die sehr viel mit uns unternehmen und unsere Fragen beantworten. In der Sprachwerkstatt lernen Schüler, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, durch lustige Spiele und Übungen Deutsch. Es macht sehr viel Spaß und man lernt Deutsch, ohne es zu bemerken. Durch Erasmus Plus arbeiten wir mit Partnerschulen aus London und Venedig zusammen. Wir haben dadurch das Gefühl, selbst ganz aktiv demokratische Werte wie gegenseitiges Verständnis und Chancengleichheit in der Europäischen Union zu fördern. Alle Mitglieder der Schulfamilie entwickeln das MGM beständig weiter. Hier finden sich besonders in der Steuergruppe Schulentwicklung Räume der Mitgestaltung. Schüler, Lehrer und Eltern bilden hier Teams zu Schwerpunkten wie Demokratieerziehung, Motivation und Medien. Diese intensive Zusammenarbeit fördert das positive Klima an unserer Schule enorm. Etwa alle 6 Wochen treffen sich motivierte und kreative Schüler aus fast allen Jahrgangsstufen mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern, um gemeinsam auf bestehende Änderungswünsche der Schule hinzuweisen. Jedes Thema wird somit von der ganzen Schulfamilie diskutiert, was sich als sehr nützlich für eine gemeinsame Lösungsfindung erweist. Hier hat jeder die Möglichkeit zu reden, seine Meinung zu äußern und Lösungen vorzuschlagen. Denn wir verbringen so viel Zeit in der Schule, sie ist etwas wie unser zweites Zuhause. Am Michaeli-Gymnasium gibt es zudem ein multiprofessionelles Team zur Beratung von Schülerinnen und Eltern. 2 Sozialpädagogen arbeiten eng vernetzt zusammen mit 2 Mitgliedern der Schulleitung, die für den Bereich Pädagogik zuständig sind, mit der Schulpsychologin und den Stufenbetreuern. Der Einsatz für Demokratie und Mitbestimmung gehört zu den pädagogischen Kernelementen am MGM. So bildet eine starke SMV einen wesentlichen Grundpfeiler an unserer Schule. Die SMV arbeitet engagiert als Team zusammen und vertritt gemeinsam die Interessen aller Schülerinnen und Schüler am MGM. Am MGM schätzen wir die direkte Demokratie. Also wurden wir Schülersprecher mit einer Urwahl ins Amt gewählt. Jede Schülerin und jeder Schüler hatte 3 Stimmen, mit denen man seine Favoriten wählen konnte. Der Wahlkampf war auch gar nicht so einfach. Auf den Jahrgangsstufenversammlungen haben wir unsere eigenen selbstgemachten Wahlspots gezeigt, in denen wir uns selbst und unsere Ziele kurz vorstellten. Und danach haben wir uns noch den Fragen der Schülerinnen und Schüler gestellt. Letztlich arbeiten wir in der SMV alle eng zusammen, da wir uns als Team gut verstehen und gemeinsam die Interessen aller Schülerinnen und Schüler am MGM vertreten wollen. Ein Kernanliegen des MGM ist der Erwerb von Medienkompetenz, die schrittweise über alle Jahrgangsstufen hinweg aufgebaut wird. Als Referenzschule für Medienbildung setzen wir uns nicht nur mit den Chancen, sondern auch den Risiken der Digitalisierung auseinander. Cybermobbing, Urheberrecht und Datenschutz spielen eine genauso große Rolle wie der eigenverantwortliche, sinnvolle Einsatz von Medien. Eine von allen Mitgliedern der Schulfamilie unterzeichnete Schulvereinbarung zum Umgang mit sozialen Medien gibt entsprechende pädagogisch-ethische Leitlinien in diesem wichtigen und komplexen Handlungsfeld. In der 5. Klasse haben wir in einem Workshop gelernt, wie man sich in Klassenchats verhält und wie man seine eigenen Daten im Internet schützt. In der 6. Klasse haben wir in einem Projekt mit den 10-Klässlern gelernt, wie man sich und andere vor Cybermobbing schützt. Außerdem wurde uns erklärt,
wie man Suchtgefahren bei Computerspielen erkennen kann und wie man am besten darauf reagiert. Durch zahlreiche Projekte an unserer Schule lernen wir, eigenverantwortlich mit Medien umzugehen. So entwickeln wir in diesem Schuljahr ein Konzept zur privaten Handynutzung am MGM. Hierfür haben wir uns gemeinsam an vielen Nachmittagen in einem Schülerteam getroffen, um Nutzungsregeln zu erarbeiten. Ab jetzt dürfen am MGM Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe von 1 bis halb 3 in der Aula das Handy privat benutzen, um zu kommunizieren oder Musik über Kopfhörer zu hören.